Im heutigen Thema beschäftigen wir uns damit, wie wir in so ein Rundmaterial eine Bohrung zentrisch hineinbekommen. Hierfür haben wir euch 5 Wege vorbereitet und die zeigen wir euch jetzt. So, dann beginnen wir gleich mal mit der ersten Variante, und zwar an der Drehmaschine. Wir haben hier ein Rundmaterial Durchmesser 10 mm und wollen hier dann später zentrisch eine Bohrung anbringen mit 5 mm. Diese Variante, die wir jetzt zeigen, wird die schnellste und einfachste sein. Diese haben wir auch schon öfters in anderen Videos gezeigt. Allerdings zeigen wir jetzt, auf was man achten muss. Und zwar zum ersten spannen wir ja später das Material so ein. Nun ist es wichtig, dass dieses Material hier unten auf dieser Backe aufliegt. Mit den anderen zwei Backen spannen wir im Prinzip das Material. Würden wir jetzt das Material höher spannen und es liegt nicht auf dieser Backe auf und nur die zwei Backen spannen und wir zentrieren und bohren dann später, könnte es sein, muss nicht sein, aber könnte sein, wenn wir zu viel Kraft verwenden, dass das Material nach hinten gedrückt wird. Zum anderen muss man noch achten, dass der Reitstock schön ausgerichtet ist, dass dieser zentrisch zum Backenfutter läuft, beziehungsweise dann zur Drehachse. Und das zeigen wir einfach mal. Und wir sehen, die Bohrung ist schön mittig im Material, so wie es sein sollte. Genau, das wäre mal Variante 1. So, nun kommen wir zur zweiten Variante. Und zwar haben wir hier wieder unser Rundmaterialdurchmesser 10 mm. Deswegen bleiben wir heute bei diesem Beispiel. Und wir wollen jetzt im Prinzip eine Buchse drehen mit 5 mm. Das können wir an der Drehmaschine machen, an der Bohrmaschine, das spielt keine Rolle. Diese sollte natürlich auch wieder ausgerichtet sein, so dass wir eine perfekte Bohrung zentrisch hinbekommen. Wenn wir diese Buchse gefertigt haben, können wir diese dann auf das Material im Schraubstock einspannen und genau der gleiche Bohrerdurchmesser 5 durch die Buchse, das ist dann quasi eine Führung, schön zentrisch unser Material bohren. Hier bringen wir jetzt auch eine Führung an, deshalb senken wir die ganze Sache noch. Und können die ganze Sache dann abstechen. Und planen und senken das Ganze von der anderen Seite noch. Und schon wäre unser Adapter fertig. Und nun geht es weiter an die Bohrmaschine. Den 5 mm Bohrer haben wir hier eingespannt. Hier ist jetzt unser Material und im Prinzip jetzt ganz einfach. Wir nehmen unseren Adapter, stellen diesen hier so drauf, senkrecht natürlich, klemmen diese beiden Materialien und wir können nun den Bohrer ausrichten. Dieser müsste jetzt hier ja durchgehen. Genau. Klemmen unseren Schraubstock und jetzt sehen wir, es ist schön ausgerichtet. Dann können wir starten. Und auch hier sehen wir, so wird die Sache perfekt für die Mitte. Nun beginnen wir mit der dritten Variante, und zwar haben wir unser 10er Rundmaterial hier in den Schraubstock von der Bohrmaschine wieder eingespannt. Hier haben wir wieder den 5 mm Bohrer und wir brauchen jetzt im Prinzip einfach nur ein Lineal. Das legen wir hier so aufs Material drauf und lassen vorsichtig den Bohrer nach unten. Und jetzt sehen wir ja, dass der Bohrer nicht an der höchsten Stelle ist, sonst wäre das Lineal nämlich waagerecht. Und wir fahren jetzt einfach mit dem Schraubstock so lange, bis das Lineal
komplett waagerecht drauf liegt. Und wir können hinten einfach wieder unseren Schraubstock schließen, vorsichtig, damit sich vorne nichts verstellt. Lineal wieder weg. Nun spannen wir kurz den Zentrierbohrer ein und beginnen. Und auch hier sehen wir, die Bohrung ist schön zentrisch im Teil angekommen. So sollte es sein. Nun machen wir weiter mit der nächsten Variante. Und zwar haben wir hier mal bei 18 mm angerissen. Ich hoffe, das sieht man jetzt einigermaßen. Hier ein kleiner Eddingstrich noch hin. Diese Variante wird wahrscheinlich den meisten bekannt sein. Und zwar brauchen wir jetzt einfach einen kleinen Winkel, der etwa diesem Material entspricht. Wir haben hier noch eins vom 3D-Drucker, legen dann hier unser Teil rein, fahren im Prinzip runter, bis wir auf unserer Linie sind, drücken dies gut dagegen und nehmen eine Anreißnadel, reißen dies an. Nun können wir hier unsere Zentrierung setzen, beziehungsweise wir können auch körnen und danach gleich bohren. Nun haben wir gekörnt und jetzt können wir auch schon wieder bohren. So, jetzt richten wir wieder alles aus. Und spannen wieder unseren Schraubstock fest. Dann können wir gleich beginnen. Und wir sehen, diese Variante geht sehr, sehr schnell. Wir können diese Länge sehr schön definieren. Einfach direkt losbohren und es wird sehr, sehr genau. Nun wollen wir euch noch die letzte Variante präsentieren. Und zwar haben wir hier eine gerade Unterlage. Hier haben wir diesmal zwei von unseren Bolzen. Und wir haben hier eine Schraubzwinge. Diese machen wir hier gleich fest. So Leute, das Material ist nun festgeklemmt und wenn wir jetzt irgendwie ein Blech nehmen oder irgendwas Scharfkantiges, legen es hier so oben drauf. Es muss auf beiden Teilen aufliegen, können wir einfach so drüber fahren und wir bekommen jeweils an der höchsten Stelle bekommen wir eine Linie und dann können wir später die gewünschte Länge noch anreißen und wir können schon wieder bohren. So, dann körnen wir die Sache noch. So sieht das dann aus. Und werden direkt bohren und schon wäre die letzte Variante auch fertig. Wenn ihr aus diesen 5 Varianten eine mitnehmen konntet, würde es uns gerne interessieren. Schreibt es in die Kommentare und ihr wisst ja, abonniert bitte unseren Kanal, unterstützt uns dadurch. Bis zum nächsten Mal.